Schönen guten Tag, der Name von Yellowstrom. Was kann ich für Sie tun? Ja, Otter, ich hatte gerade mit einem jungen Mann gesprochen, der hat einfach aufgelegt. Ach so, mit wem spreche ich da nochmal? Ein Otter. Otter? Ja. Einmal buchstabieren bitte am besten. Wie der Otter, wie das Tier. Ah. So, und der Vorname? Hans. Hans. 24963 Tab, ist richtig. Ja, das ist richtig. Was haben Sie denn da für Leute bei Ihnen, dass die einfach auflegen mit dem Gespräch? Nee, das tut mir leid. Vielleicht ist das Telefon ja irgendwie... Ich weiß auch nicht. Also, wie weit sind Sie denn da gekommen? Ich weiß, der hat gerade gesagt, er wollte mir eine Verbesserung anbieten. Und da sagt er, ach, weißt du was? Und dann war die Verbindung unterbrochen. Okay. Das ist ja eigenartig. Nee, ja. Tut mir leid, ich kann Ihnen noch mal sagen, worum es geht, Herr Otter. Ja, bitte. Und zwar hatten wir eine Preissenkung bei Ihnen durchgeführt, beim Strom und Gas, und wollen auch, dass Sie in Zukunft weniger zahlen. Was haben Sie bei mir durchgeführt? Eine Preissenkung beim Strom und Gas. Ja, und was werde ich da jetzt einsparen? Sind Sie von Stadtwerken? Nee, wir sind von Yellowstrom. Da habe ich doch gar nichts mit zu tun. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, in Ihrer Region hatten wir eine Preissenkung. Otterweg 56 ist ja auch richtig. Ja, richtig. Ne? Genau. Und wir wollen auch natürlich, dass Sie in Zukunft weniger zahlen, weil das ist Ihr Grundversorger, wo Sie jetzt sind. Ja. Und da haben Sie ja nicht mal eine Preisgarantie. Da haben Sie sehr hohe Preise. Das ist, denke ich, richtig. Das wird ja immer teurer werden mit der Zeit. Deswegen. Und bei uns haben Sie, wie gesagt, auch eine Preisgarantie. Das heißt, auch wenn da die Steuern oder Ähnliches ansteigen, sind Sie komplett abgesichert bei uns. Sie können mich gegen die Steuern versichern? Genau. Wie ist das denn möglich in einem Rechtsstaat? Inwiefern? Ja, Gucken Sie, ja. Strom, das wird ja berechnet aus Arbeitspreis und Grundpreis. Ja? Und diese Umlage dazu? Ja, genau. Diese Umlagen kommen ja auch dazu, aber davon werden Sie auch abgesichert. Ja, Sie haben eine Preisgarantie auf den Arbeits- und Grundpreis. Also was Sie pro Kilowattstunde zahlen, das wird sich in den nächsten 2 Jahren nicht verändern, egal was passiert. Aber die Steuer wird draufkommen, oder nicht? Ja, aber bei uns werden Sie dann diese 2 Jahre komplett abgesichert. Wenn dieser Vertrag dann ausläuft sozusagen, dann sind Sie natürlich wieder auf dem aktuellsten Stand, aber das ist ja überall so. Ja. So haben Sie sozusagen 2 Jahre nehmen Sie keine Preiserhöhung mit. Kann man das dann auch gleich verlängern machen, dass man sich da Geld einspart? Das meinen Sie? Also, das ist in Deutschland sehr schwierig. Da kann man halt leider nur 2 Jahresverträge rausgeben. Ja, alles andere geht leider gar nicht. Und nach diesen 2 Jahren, das ist auch nur mein persönlicher Tipp, da können Sie sich gerne bei uns selber noch einmal melden und nach einem Tarif mit einer Preisgarantie fragen. Da haben wir jederzeit was im Angebot, aber heute kann man halt auch noch nicht sagen, was in 3 Jahren für Preise existieren. Ja, ich sag Ihnen das ganz ehrlich, ich werde mich in 2 Jahren da gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was heute Morgen gewesen ist. Dann können Sie es auch ganz anders machen. Dann würde ich das an Ihrer Stelle so machen, wenn Sie die Unterlagen jetzt schriftlich zugeschickt bekommen oder per E-Mail, wie Sie möchten, dann gucken Sie sich das an, wenn alles soweit gut ist und die Ersparnis da ist, heften Sie das ab, dann erledigen wir alles für Sie. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie können sich wahrscheinlich in 2 Jahren sowieso nicht daran erinnern, dann würde ich Ihnen empfehlen, einfach direkt von Anfang an, also wenn Sie die Unterlagen bekommen, direkt eine Kündigung sozusagen einzureichen, damit Sie in 2 Jahren dann gekündigt sind oder einen neuen Tarif bekommen können. Ich soll quasi für 2 Jahre im Voraus schon eine Kündigung aussprechen. Genau. Genau, das ist natürlich auch möglich. Dann können Sie sowas nicht vergessen. Ja, das ist... Weil mit den Medikamenten und alles, ne, dass man das dann sich da auch dran erinnert rechtzeitig. Sonst sitzt man da und hat da keinen Strom mehr am Ende. Nee, also das kann auch nicht passieren. Also das Schlimmste, was dabei passieren könnte, wäre das, dass der Vertrag sich sozusagen automatisch verlängert und Sie keine Preisgarantie dabei haben. Also es kann in Deutschland wirklich nicht passieren, dass Sie da ohne Strom da sitzen. Und es kann natürlich auch nicht passieren, dass Sie da 2 Anbieter gleichzeitig beliefern. Das wär ja auch zu viel Belastung für so eine Leitung wahrscheinlich. Ich kenne mich da nicht aus mit so Sachen. Auf jeden Fall. Nee, alles gut. Also wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal mit Ihnen gerne durchrechnen. Wissen Sie denn, was Sie da im Jahr verbrauchen momentan oder was Sie da im Monat zahlen? Also ich habe jetzt bei der Bank bin ich gewesen. Muss ja immer diese weiten Wege, dass man sich das da auch abheften kann. Das waren so 37 Euro. 37 Euro momentan.
So, dann schaue ich mal. 37 Euro und da sind Sie ja noch beim örtlichen Grundversorger. Ja. 24963, schauen wir mal. 24963. So, und mit wie vielen Personen wohnen Sie da im Haushalt? Ah, das sind mehrere, aber ich habe hier so einen eigenen Wohnraum. Ach so, und der Zähler ist auch nur für Ihren Wohnraum sozusagen. Ich gehe schwer davon aus, ich habe noch nicht nachgefragt. Aber nee, das also wird ja sicher Euro, so sein, weil das muss man ja mit der Kasse auch abrechnen alles. Eben, eben. Und 37 Euro, das sieht auch eher so aus, als ob das für eine Person ist. Ja. Ne? Deswegen, ich schau mal. Also, bei uns haben Sie, wie gesagt, 2 Jahre volle Preisgarantie. Ja. Ich rechne Ihnen das mal ganz schnell aus, das ist ein bisschen übersichtlicher, was es dann im Monat kostet. Soll ich das mit aufschreiben? Sie können sich gerne aufschreiben, was es dann im Monat kosten würde. Ja. So. Ich habe jetzt mal mit 1000 Kilowattstunden gerechnet. Wenn Sie da drunter bleiben würden, dann kriegen Sie das Geld natürlich auch nochmal zurück, was Sie nicht verbrauchen. Ja, das ist sehr freundlich. Schauen wir mal. Also, bei uns wären wir dann hier monatlich nur noch bei... Sehen Sie, bei 32,28 Euro, also das wäre nochmal 5 Euro weniger im Monat. Ja, wenn Sie es vorrechnen, sind es auch schon mal 60 Euro im Jahr. Das ist jeden, und damit kann man natürlich auch was anderes an. Ja, das ist jeden Monat eine Flasche Korn. Das ist ja wunderbar. Ja. Zum Beispiel. Und ich kann Ihnen sogar auch nochmal hier einen Bonus von 50 Euro dazu geben. Da wird die nach 12 Monaten Belieferung dann auch nochmal gut geschrieben. So. Wie meinen Sie das? Also das ist ein 50-Euro-Bonus, ja? Ja. Wenn das erste Jahr dann bei uns vorbei ist, kriegen Sie eine Jahresrechnung. Und da werden dann 50 Euro nochmal abgezogen. Also dann zahlen Sie nochmal 50 Euro weniger sozusagen. Ja, in Ordnung. Das ist auf jeden Fall nochmal obendrauf. So, also und wir würden dann auch alles für Sie erledigen. Also den kompletten Wechsel. Ja. Das Einzige, was ich dann dafür bräuchte, wäre natürlich Ihre Stromzählernummer, damit wir auch nicht Ihren Nachbarn beliefern. Das wollen wir auch nicht. Das ist mein Zimmernachbar, das ist so ein Dreckschwein, der soll nicht meinen Strom bekommen. Der hat mir gestern, nee, das nicht. Der hat gestern beim Essen einfach meinen Pudding genommen. Nee, doch, das gehört ihm nicht. Das habe ich ihm auch gesagt, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der hat einfach nur weitergesabbert. Nee, das gehört sich ja wirklich nicht. An solche Sachen erinnere ich mich dann aber. Ja. Ja, also, soll ich jetzt mal zum Keller hingehen? Genau, nehmen Sie mich am besten mit, dann helfe ich Ihnen natürlich. Ne? Ja, ich sag gerade noch kurz den Dimitri. Warten Sie mal. Ich gehe mal kurz nach unten, ja? Dankeschön. Herr Otter? Ja, bitte? Ich bin in einer halben Minute wieder da. Ich muss hier nur noch ganz kurz nochmal Ihren Datensatz freischalten, weil mein Kollege das hier schon geschlossen hat. Ja? Das ich muss nochmal kurz zur IT-Abteilung. Der einfach aufgelegt hatte... Ja, genau, da muss ich Ihnen auch nochmal kurz die Ohren langziehen. Ja, können Sie den, das können Sie ja nicht so einfach machen. Ne, dann nee, alles gut. Lauf da mal hin, soweit es dauert auch ein bisschen, weil ich wohne oben. Alles gut, ich bin auch wieder in einer halben Minute wieder da, ja? Ja, vielen Dank. Ich schrei da nochmal, ne? Ja. Bis gleich. Ja. Hallo, Frau Meier, wie geht es Ihnen heute? Ja, danke. So, Herr Otter, da bin ich wieder. Sehr gut. Ich bin auch fast schon unten angekommen. So, haben Sie mal. Den mal gefragt, was das einfach auflegen für einen Hintergrund ja, hatte? Ja, ich wollte den gerade zur Rede stellen, aber der Kollege ist leider nicht mehr da.
Dann muss ich das morgen mit ihm klären. Also das, wenn da wirklich kein technischer Fehler war, dann muss ich wirklich wörtlich mit ihm reden. Das geht ja natürlich nicht, wenn er einfach auflegt. Ja, das machen Sie mal. Das muss ja unter einem Kundenkontakt ist auch ordentlich zugehen. Eben. Sehen Sie, wenn Sie jetzt nicht zurückgerufen hätten, dann würde ich dieser Sparnis gar nicht haben. Ja, das sehen Sie mal. Das geht ja gar nicht. Weil erst hatte ja der Dimitri für mich zurückgerufen und dann hat er mich ja extra vom Zimmer geholt und sagt, da ist jemand für Sie am Telefon. Und dann ist er einfach am Auflegen. Aber ich bin jetzt hier leicht konsterniert, weil die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein? Ja. Da, wo der Zähler sich befindet? Der Keller als solches. Das ist eigentlich auch nicht so. Ich werde nochmal den fragen. Sonst habe ich also vielleicht auch eine andere Möglichkeit, Herr Otter. Ja. Haben Sie da eine Jahresabrechnung zu Hause? Oh, das ist alles, was zu Hause, das weiß ich gar nicht. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich werde sie nochmal mit nach oben nehmen. Die haben nehmen Sie mich mit. Sie haben sowieso alle Zeit der Welt. Ich habe zu Hause noch so ein ganz altes Telefon immer gehabt. Mhm. Und jetzt haben die hier so eins, das kann man mitnehmen. Mhm. Ein Handy, meinen Sie? Ja, das steht hier in so einer Station. Und da kann man das da... Natürlich muss man da vorher Bescheid sagen, aber man kann sich das dann nehmen. Ah, das ist so, ja auch einen praktisch, Moment. Ne? Dimitri, kommst du mal? Wieso ist der Keller zugeschlossen? Was möchten Sie denn bei Keller machen, Herr Otter? Ja, da ist ein junger Mann dran, das wegen dem Strom. Was möchten Sie denn mit dem Strom machen, Herr Otter? Ja, das geht ja darum, dass da im Prinzip noch sehr viel eingespart werden kann. Kann ich mit dem jungen Mann mal bitte sprechen, Herr Otter? Ja, natürlich. Ja, hallo, Bagatov. Mit wem habe ich die Vergnügen? Schönen guten Tag, dem mein Name, von Yellowstrom. Genau, ich habe jetzt mit dem Herrn Otter hier alles besprochen soweit. Ja. Der ist ja dann noch beim Grundversorger beim Strom, ne? Und er wollte dann gerne zu uns wechseln, da auch Geld sparen kann bei uns. Und da hätten wir nochmal die Zählernummer gebraucht, aber die Kellertür ist anscheinend abgeschlossen. Entschuldigen Sie, dass ich lache, aber ich glaube, ich kann Ihnen sagen, warum ist die Kellertür abgeschlossen. Ja. Wissen Sie, wo haben Sie hier angerufen? Nee. Hier ist Seniorenresidenz. Herr Otter hat hier eine Bleibe gefunden. Ich fürchte, das werden Sie keine Provision von Ihnen bekommen. Nee, alles gut. Sie können doch nicht alte Leute anrufen bei uns. Nee, das wusste ich nicht. Wie gesagt, der Herr Otter hat an einer Online-Umfrage teilgenommen. Ja, deswegen rufen wir da auch an. Der hat sich dann nämlich für unsere neuen Stromtarife interessiert. Ich wusste jetzt nicht, dass er da im Seniorenheim wohnt. Das tut mir leid. Ja, das wird schwierig, hier den Strom umzustellen. Da müssen Sie mit der Stadt sprechen. Soll ich Ihnen eine Durchwahl von Bürgermeister geben? Nee, alles gut. Dann hat sich das auf jeden Fall erledigt. Hat er Vertrag mit Ihnen machen? Nein, hat er nicht. Alles gut. Nein, Sie können nicht... Herr Otter, Sie können jetzt nicht mit dem jungen Mann sprechen. Ich werde Ihnen gleich einen Joghurt geben. Das geht jetzt nicht. Ich muss das kurz besprechen. Einen Moment, bitte. Ja, der möchte unbedingt Ihren Strom haben. Ich werde ihn gleich in Ruhe erklären müssen. Alles gut. Das tut mir leid, ja? Ja, alles in Ordnung. Okay. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, gerne. Für Sie auch. Auf Wiederhören. Dankeschön, tschüss. Na zdrowie.